Noch ein anderer Vorschlag. Was hältst du von Volksabstimmung, so wie es das in der Schweiz gibt? Super. Volksabstimmung finde ich super, aber sie sind auch kein Allheilmittel, sie sind kein Erlösermittel. Also wenn wir uns die Schweiz angucken, da gibt es mehrere Phänomene. Ich kann jetzt nicht über die Schweiz dozieren, da bin ich auch kein Experte, aber das, was ich mir angucke, da gibt es Volksabstimmungen, die werden dann komplett ignoriert von der Exekutive. Ja, die Schweizer sagen zum Teil, wir sind hier noch weniger im Parlamentarismus oftmals als die Deutschen. Wir haben eine super starke Regierung, den Bundesrat, der geheim, der Bundesrat, also heißt in der Schweiz die Regierung, ist ein Kollegium von Gleichgestellten. Einer davon ist pro Jahr der Bundespräsident. Das geht wie ein Wanderpokal reihum, der hat auch nicht mehr zu sagen, der repräsentiert nur nach außen. Was der Bundesrat im Mehrheitsverfahren beschließt, das gilt dann. Und das Parlament, naja, ist kein sehr starkes Korrektiv. Und wenn der Bundesrat so ein Ergebnis einer Volksabstimmung ignoriert, dann geht die quasi unter, ist auch wohl mehrfach vorgekommen. Also dann wiederum kann eben über das Instrument der Volksabstimmung durchaus sehr viel politische Energie freigesetzt werden. Und tatsächlich hat dann das Volk viele Dinge durchgesetzt oder verhindert. Ob es jetzt Minarettbau ist, hat man sich tierisch darüber aufgeregt, ne, dass verboten wurde, Minarette zu bauen. So, ging durch, die Schweizer freuen sich, haben auch kein Islamismusproblem wie wir in Deutschland aktuell. Das liegt sicherlich nicht daran, dass da weniger Minarette sind, sondern auch an vielen anderen Dingen. Aber unterm Strich, glaube ich, wirken Volksabstimmungen weniger dadurch, dass sie effektiv Gesetze herbeiführen, als mehr dadurch, dass sie eine viel lebendigere Beteiligung des Bürgers an alltäglichen politischen Dingen verursachen und erzeugen. Mehr Verantwortungsgefühl und auch mehr Tendenz des Bürgers aufzustehen, zu sagen, Moment mal, was macht ihr da? Nee, ich bin hier, der den Bums bezahlt. Und das mache ich so nicht mit, ja. Und das ist auch nach meiner Wahrnehmung das Wesentliche, was das Schweizer Verhältnis zum Staat ausmacht. Da ist der Staat nicht eine übermächtige Instanz, sondern das ist eben ein Gemeinschaftsorgan, ja, wo man eben sagt, du beherrschst mich nicht, sondern wir verhandeln täglich neu unsere Beziehungen aus. Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Also selbst wenn das nicht umgesetzt wird, schafft das so eine unglaublich starke demokratische Legitimation, dass sich da die Regierung zumindest zum Teil, also oder von der Opposition vor sich hergetrieben wird, wie das dann auch immer funktioniert, dass die Verhältnisse sich zumindest dann in die Richtung entwickeln, die von der Volksabstimmung intendiert wurden. Man hat das beim Brexit-Votum gesehen. So, Ja. das britische Parlament, britische Regierung hätte das nie umsetzen müssen. Letztlich hat sie es dann umgesetzt. Sie ist sogar aus dem europäischen Binnenmarkt ausgetreten. Also nicht mal, das wurde ja nicht mal abgefragt. Aber die britische Politik hat sich daran gebunden gefühlt. Das war das beherrschende Thema über die nächsten Jahre. Und da sieht man sehr gut, was Volksabstimmungen bewirken können. Jetzt völlig unabhängig, wie man inhaltlich zum Brexit steht. Also es zeigt ja, dass Volksabstimmungen eine starke Macht haben, selbst wenn sie nicht verpflichtend sind. Die britische So ist es. Regierung hätte einfach sagen können, uns egal, wir machen was anderes, haben sie aber nicht. Es ist Rechtfertigungsdruck. Es ist ganz einfach Rechtfertigungsdruck. In der Schweiz fährt so ein Bundesrat mit der S-Bahn durch Bern, ja, oder mit der Straßenbahn durch Bern, nicht mit einer schwarzen Staatskarosse. Da ist einfach eine, man kann den Schweizern vieles nachsagen, aber sie sind ja keine Luxusverächter. Also es ist ja nicht so, dass die hier alle in Bescheidenheit leben. Aber es gibt eben nicht dieses Maß an Überheblichkeit der Behörden. Das merkt man in der Schweiz übrigens auch, falls man da sein sollte und man mit Behörden spricht, auch im Umgang mit den Behörden. Da ist nicht diese Arroganz dem Bürger gegenüber, dass der Bürger der Bittsteller ist, der jetzt hier irgendetwas möchte. Ja, die sind jetzt auch nicht alle dein Freund, aber es herrscht ein anderer Ton in der, also man merkt es eben, das Selbstverständnis schlägt sich entsprechend nieder. Es gab ja auch während der Corona-Zeit in der Schweiz üble Beispiele für Auswüchse, immer wieder, ja, gar keine Frage. Aber in der Summe muss man sagen, ist das sehr viel lebensschonender, sehr viel grundrechtsschonender alles gewesen. Und es wird sehr viel offener Kritik geübt. Ja, wir haben die großen Aufklärungskongresse jetzt in der Schweiz. In der Schweiz sagen Regierungsmitglieder, da lief einiges schief. Die Impfpflicht war einer, dieser Impfpflichtgedanke war ein Fehler im Ansatz. Die Impfstoffe, die sogenannten, sind offensichtlich ein Problem. Die sind viel, viel weiter in der Aufarbeitung der Sache, auch in der Anti-WHO-Kampagne, die hier läuft. Übrigens Kompliment an Maßvoll, die Schweizer Initiative dagegen. Ne? Ja, ich glaube, es ist in der Schweiz sicher nicht alles gut, aber sehr vieles läuft besser. Und in Sachen Demokratie kann Deutschland gerade nur lernen. Ja, das waren schöne Worte zum Abschluss. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir und ja, können wir gerne irgendwann mal wiederholen. Immer wieder gern. Herzlichen Dank für die Einladung.